Will ich frühstücken wie du, lässt mich Madame Karpfen dafür zahlen. Und ja, ja, muss ich selber holen bei den Bauern im Nachbartal. Meist kalt und fad bekomm ich dann auch schließlich mein Omelette. Doch ich träume die ganze Zeit, ich lag warm und kuschelig in mein Bett. Ach, wirklich? Wirklich, aber es geht schon. Ich meine, ich hab mich dran gewöhnt. Ihr? Naja. Ja. Möchte ich hinein, kommt die Magd dabei und fragt höflich, wie darf's sein? Soll gekocht, pushiert ein Spiegelei oder roh geschäumtes sein? Und während ich es passiert ganz fest, meine Füße die Magd dabei. Doch viel lieber lässe ich schlaue Bücher in der Bücherei. Ich bin wie du. Ach ja? Du bist wie ich. Doch hier gefällt uns beide nicht. Wir wären gern auf einen Stern. Ich bin ein Mädchen genau wie du. Hätt nie gedacht, dass ich so bin. Seit ich dich kenn, hat alles Sinn. Ja, es ist wahr und sonnenklar. Ich bin ein Mädchen genau wie du. Also, du bist eine Sängerin. Nein, ich arbeite in Madame Karpfens Arbeitslager. Ich meine Kleiderimperium. Oh, ich mag Madame Karpfens Kleider sehr. Ich habe das Kleid genäht, das ihr tragt. Das hast du genäht? Es ist mein Lieblingskleid. Der Schnitt scheint sehr kompliziert zu sein. Oh, im Grunde ist der das gar nicht. Zuerst wähle ich nen Stoff mir aus, steck das Muster darauf fest. So entsteht es fein genäht, das neueste Kleid für nächstes Fest. Ich trag das Kleid im voller Fort, total nicht ganz allein. Wie schön, oh, wie schön ohne bist du unbekannte Bräutigam doch sein. Aber ich würde meiner Mutter nie sagen. Ich möchte sie nicht enttäuschen. Das verstehe ich nur zu gut. Ich bin wie du. Ich bin wie du. Du bist wie ich. Du bist wie ich. Und daran zweifeln wir auch nicht. Wir ziehen es durch. Wir ziehen es ganz durch, ganz ohne Furcht. Ich bin ein Mädchen genau wie du. Ich bin wie du. Ich bin wie du. Du bist wie ich. Du bist wie ich. Kann jeder sehen auf einen Blick. Ein Herz ist schlecht. Ein Mund der Wahrheit spricht, der Christ gewinnt. Aber das würde ich meiner Mutter nie sagen. Ich möchte sie nicht enttäuschen. Scheiße. Ich bin wie du. Du bist nicht wie ich. Wie geht's jetzt weiter? Ich bin ein Mädchen genau wie du. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Oh, ich mag Madame Karpfens Kleider sehr. Scheiße. Nein, ich arbeite in Madame Karpfens Arbeitslager. Ich meinte Lagerimperium? Hä? Nein. Hä? Ist das jetzt richtig? Möchte ich ja, nein, kommt die Magd herbei und fragt höflich, wie darf's sein? So gekocht, pochiert ein Spiegel. Scheiße.